Dialogcards. Bei den Dialogkarten kann man Bilder, Texte oder Tondateien platzieren. Auf der Vorderseite werden Fragen oder Vokabeln dargestellt. Auf der Rückseite erscheinen die Antworten oder Informationen. Sie sind vielseitig einsetzbar, beispielsweise beim Erlernen oder selbstständigen Üben von Sprachen oder Fachbegriffen. Die H5P-Elemente können den Schülerinnen und Schülern per QR-Code oder als Link zur Verfügung gestellt werden. Selbstverständlich ist auch eine Einbindung in It's Learning möglich. Wenn Sie sich in der Mediathek angemeldet haben, klicken Sie auf Eigene Inhalte und wählen im Dropdown-Menü die Interaktion H5P aus. Der Aufgabentyp, den wir brauchen, heißt Dialog Cards. Mit einem Klick darauf öffnet sich die Eingabemaske. Bei Titel geben Sie den Titel für Ihre Interaktivität ein. Hier zum Beispiel Instrumentenkunde. Bei Überschrift geben Sie die Überschrift der Dialogkarten ein. Diese erscheint später in der Aufgabe als Überschrift. Unter Modus geben Sie an, ob nicht gewusste Karten wiederholt werden sollen. In das Feld Aufgabenbeschreibung tragen Sie ein, was Ihre Schülerinnen und Schüler machen sollen. Nun gestalten wir die Vorderseite der Dialogkarten. In diesem Fall wird hier die Frage gestellt, um welches Instrument handelt es sich. Auf die Rückseite tragen wir die Lösung ein. In diesem Fall das Cello. Da noch kein Instrument zu sehen ist, laden wir ein Bild hoch, welches auf Vorder- und Rückseite später erscheint. Dazu klicken wir auf Hinzufügen, suche mein darzustellendes Bild, hier auf Laufwerk C unter Bilder in dem Ordner Musikinstrumente, klicken auf das zu importierende Bild und klicken anschließend auf Öffnen. In dem Feld Alternativer Text können Sie eine Bildbeschreibung hinzufügen, um Barrierefreiheit zu sichern. Zusätzlich können Sie Tipps zur Lösung angeben. Unter Verhaltensregeln können Sie weitere Optionen zur Bearbeitung der Aufgabe angeben. Durch Anklicken des Wiederholen-Button besteht die Möglichkeit, die ganze Aufgabe zu wiederholen. Ebenso können Sie angeben, dass die Karten gemischt werden und somit nicht immer in gleicher Reihenfolge bearbeitet werden. Indem Sie nun auf Neu anlegen klicken, wird Ihre Aufgabe unter Ihren eigenen Inhalten abgespeichert.